Und das ist ein sehr großes Problem, was es wert ist, noch ein bisschen vertieft zu werden. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Friedel Hütz-Adams zu uns ins Studio gekommen ist. Er ist unter anderem Sprecher von Südwind e.V., arbeitet aber auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ökonomie und Ökologie und beschäftigt sich mit Wertschätzungsketten schon seit vielen Jahren. Wenn wir auf diese Problematik der Kinderarbeit schauen und gerade auch ein bisschen über die Strecke, über die zeitliche Strecke das uns anschauen, dann fragt man sich, warum es eigentlich nicht sehr viel bessere Hebel politisch schon gegeben hat in der Vergangenheit. Also die Abschaffung der Kinderarbeit, das klang ja gerade an, muss einhergehen mit einer Besserstellung der Eltern der Kinder, weil in aller Regel ist Kinderarbeit ein Armutsproblem. Das war früher hier in Deutschland nicht anders. Es sind immer die Kinder der Armen, die arbeiten und nur selten Kinder aus der Mittelschicht und nur ganz selten reiche Kinder. Wenn wir aber dann Eltern haben, die in großer Armut leben, dann müssen wir Mittel und Wege finden, diese aus der Armut herauszuholen. Und das auch bei vielen Produkten, die hier bei uns auf unserem Essenstisch jeden Tag enden. Bevor wir zu den Produkten gehen, vielleicht doch nochmal die politische Ebene. Was kann Politik für Druck ausüben? Grundsätzlich kann Politik mittlerweile sehr viel machen. Es gibt seit 2011 von den Vereinten Nationen Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und eigentlich müsste auch die deutsche Politik endlich hingehen, diese verbindlich zu machen. Genauso wie die EU. Wir brauchen eine Verpflichtung, dass Unternehmen in ihren Lieferketten Menschenrechte einhalten. Und dazu gehört, dass sie für Produkte genügend zahlen, dass Familien davon leben können, ohne dass die Kinder arbeiten müssen. Oder dass Lieferanten genügend Geld für Produkte bekommen, damit sie ihre Angestellten so bezahlen, dass von dem Lohn eben auch die Familien leben können und ihre Kinder nicht mitarbeiten müssen. Wenn wir jetzt schauen, also Sie sagen gerade, das ist ein längeres Problem und eigentlich könnte Politik noch ein bisschen mehr tun, weil grundsätzlich die Handhabe ist da durch die Vereinten Nationen. Wenn wir uns ein bisschen das nochmal anschauen auf der Landkarte, wir haben es angesprochen, Afrika und Asien, dort sitzen sozusagen die schlimmsten Länder, dort sind die Bad Guys des Ganzen. Warum ist das so schwer, dort dem beizukommen? Naja, ich habe mich ja die letzten Jahre intensiv mit dem Kakaosektor beschäftigt. Kakao ist heute inflationsbereinigt weit billiger, als er es im letzten Jahrhundert über viele Jahrzehnte war. Und man konnte auch in Westafrika beobachten, 2016 durch eine gute Ernte kippte der Preis dann nochmal um ein Drittel nach unten, dass dann den Berichten der Betroffenen nach die Kinderarbeit zugenommen hat. Ich habe eine Mutter von Kindern von der Kakaoplantage sagen gehört, was soll ich denn machen? Ich weiß, dass ich die Kinder zur Schule schicken soll, aber ich kann keine erwachsenen Erntehelfer bezahlen. Ich kann auch keine Schulgebühren bezahlen, so wie der Kakaopreis im Moment ist. Und da spielt also der Preis für ein Produkt eine Rolle und selbstverständlich auch die Landespolitik. Aber der Preis ist erstmal für Bauern und Bäuerinnen oft ein treibender Faktor. Ja, und jede Generation, weil Sie das eben auch schon so lange beobachten, wo das quasi nicht funktioniert, wo Kinder nicht in Bildung gehen, sondern in Arbeit gehen, ist mehr oder weniger eine verlorene Generation, weil sie es nicht aufhalten können am Ende des Tages. Ja, es gibt Studien, die sagen, dass die meisten arbeitenden Kinder von Menschen sind, die früher auch gearbeitet haben. Also das Fehlen der Bildung bedeutet einen Wegfall von Aufstiegschancen. Und das ist gravierend für diese Länder. Jetzt haben Sie tatsächlich Eingangsgespräches auch schon erwähnt, dass jeder einen bestimmten Faktor hat, jeder ein gewisses Rädchen hat, an dem er drehen kann. Auch ein Verbraucher in Deutschland kann das. An welchen Stellen würden Sie sagen, kann ein Verbraucher vernünftig ansetzen, wenn er sich dieser Problematik bewusst ist? Er kann natürlich einerseits fragen, woher seine Produkte kommen, auf Siegel achten, wobei auch da nicht immer gewährleistet ist, dass es dann ohne Kinderarbeit und ohne Menschenrechtsverletzungen abgeht, weil auch gesiegelte Produkte stehen unter dem Preisdruck. Also es wissen alle, dass der Kakaopreis im Moment zu niedrig ist, ob der Kakao nun zertifiziert ist oder nicht, um durchgehend Menschenrechte zu sichern in der Kette. Dennoch, wenn Siegel drauf sind oder wenn Unternehmen garantieren, dass sie die Herkunft der Waren kennen, dann habe ich den ersten Schritt gemacht. Die Grundsatzfrage ist aber, müssten nicht eigentlich alle Unternehmen, so wie sie für die Qualität der Produkte garantieren müssen, auch haftbar gemacht werden können, wenn sie Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette haben? Da müssen wir hin. Ja, okay, das ist natürlich wirklich jetzt wieder eines der größeren Räder, wenn wir noch eine Sekunde beim Verbraucher bleiben können. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist ein bisschen ein erschreckender Befund, dass nicht jedes Siegel, was als Fairtrade oder gut gehandelt subsumiert wird, tatsächlich fair ist. Also woran mache ich das als Verbraucher tatsächlich fest? Was habe ich denn noch für eine Chance? Es ist als Verbraucher sehr, sehr schwierig und darum muss man auch die Verbraucher aus der Verantwortung nehmen. Verantwortlich sind Unternehmen und die Politik muss den Rahmen dafür setzen. Ich kann mich
lange damit beschäftigen, was ich bei Kakao tun kann. Ich kann Ihnen so ein paar Unternehmen nennen, wo ich halt sagen würde, da kann ich meine Schokolade kaufen. Aber ich könnte Ihnen zum Beispiel wieder nicht nennen, wo ich meinen Kaffee kaufen soll oder wo ich ein Handy unter vernünftigen Bedingungen hergestellt bekommen soll. Eigentlich muss ich als Verbraucher in den Laden gehen können und sicher sein, dass die Produkte, die ich kaufe, ohne Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Im Moment haben nur die Unternehmen das Problem, wenn sie das in ihrer Lieferkette durchsetzen, haben sie einen höheren Preis als Wettbewerber, die das nicht tun. Und um so ein gleiches Spielfeld für alle Unternehmen zu haben, ist halt der Gesetzgeber gefordert. Okay, also das ist noch ein dickeres Brett, was zu bohren ist. Ich bin dankbar, dass Sie uns A, das erläutert haben, dass Sie B, die Namen der Unternehmen nicht genannt hätten, sonst hätte ich jetzt ein Problem. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch im Studio. Friedel Hütz-Adams, Sprecher der Südwind e.V. Danke, dass Sie uns das näher gebracht haben, meine Damen. Ich danke für die Einladung. Gerne.